Und da sind wir schon wieder. So, ich habe nachgelesen, ich habe es gefunden und man wird es nicht für möglich halten. Ihr werdet jetzt gleich wahrscheinlich richtig lachen, es sei denn natürlich, ihr habt das Spiel schon mal gespielt. Guckt mal hier unten. Guckt mal hier unten. Ist das nicht traurig? Ist das nicht traurig? Wir bauen davon jetzt einfach mal drei Stück, damit wir dreimal kolonisieren können. Ist das nicht bitter? Hier lassen wir einfach nur dorthin fliegen, das ist okay. Er ist jetzt noch alles am Rumdüsen. Keiner mehr. Ich habe meine ganzen Düsereien hier fertig. Keiner hat was zu tun. Und Achtung, Ende der Autoerkundungsmodus. Alle erreichbaren Systeme erkundet. Okay, danke. Das schließen wir einfach. Das macht er jetzt ja. Ne? Der kreist da jetzt, glaube ich, um das Scheißteil rum. So. Ganz großes Tennis. So. Der ist angekommen. Und oh Staune, es ist kolonisierbar. Den Großfinger fangen oft klein an. Das kann man mal so sagen, ne? Ah, Mann, das muss man erstmal einem. Auch ihr werdet erstmal schön den Ackerbau betreiben, Kumpels. Der hier fliegt denn dahin, zu beenden. Und jetzt fliegt er auf erstmal wieder schön zurück. Eieieiei, Junge, Junge, Junge. Noch vier Züge, dann ist das auch fertig. Und dann was ist das? Funktionsreaktoren. Na, das machen wir erstmal fertig. Alter. Lange ich gebraucht habe dafür, ne? Bis es hier 16 Züge. Ich bin manchmal so Panne im Köpfchen. Das hier, ja, verbesserte Boden. Schütze, ja, okay. Mann, Mann, Mann. Komm, Zug beenden. Zack, nächster Zug. Galdos All hat eine neue Stufe erreicht. Wir gucken mal, was er so macht. Ihn schicken wir mal ein bisschen lassen wir das da ein bisschen machen. Schließen, aber Moment, 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 Moment. Ich habe ja noch einen. Stellen wir nicht. Der ist auch noch nicht. Den schicken wir dahin. Weil, dann baut er da ein bisschen schneller auf. Mann, Mann, Mann. Was brauchen wir hier? Nachhaltigkeit. Hatte ich das nicht schon fertig? Nein, hatte ich nicht. Okay, gar kein Problem. So. Also ich glaube, so wie ich das jetzt verstanden habe, innerhalb von meinem System hier brauche ich kein. Der Konflikt schneller. Ja. Brauche ich kein Kohlenstoff.
Kolonisierschiff. So wie ich das jetzt mitgepeilt habe. So, er ist Level up. Ah, schon wieder Level up, ja. So. Machen wir nochmal. Komm, hier, zack. Können wir das schließen? So. Der ist fertig. Und. Stopp. Nein. Alle Kolonisierung. Okay. Ah, komm, bauen wir auch noch. Das ist gut. Müsste dann ein Zeichen kommen, dass das Schiff, glaube ich, fertig ist. So, jetzt habe ich das Schiff. Abgeschlossene Projekte. Okay, schließen. Das ist okay. Da ist keine weitere Forschung drin. Wir wollen aber dort noch weiterhin. Und dann. Warte mal. Ah, wir forschen jetzt das hier. Genau, wir forschen jetzt einfach mal den. Das ist okay. So. Einer ist ja. Den lassen wir dort mal schön im. Den lassen wir im Kreiseln. Den schließen wir. Den schließen wir. So, Wüstenkolonie. So, genau, so funktioniert das jetzt hier, glaube ich. Nichts passiert. Für die nächste. Wenn es sich Glückwunsch zur ersten Besiedlung eines hochentwickelten und schwierigen Planetentyps. Damit zu zur Grundstein für größere Reichtümer. Yeah! Chaka! Das ist überragend. Abgeschlossene Projekte. Das heißt, er gehört jetzt auch uns. Er gehört uns. Den schieben wir da hinten drauf. So schieben wir das durch. Genau, so ist das. Den machen wir fertig. Der ist nächste Runde fertig, das ist okay. Ey, ich kann hier auch Schiffe. Muss mir mal einer erzählen. Aber ich habe im Hangar jetzt noch ein Schiff. Jetzt, warte mal. Jetzt habe ich im Hangar noch ein Schiff. Ja? Aber wieso zu beenden? Das Projekt ist beendet, ja. Animieren. Ist okay. Ah. Jetzt geht's. Will ich nur noch wissen, wie ich mein Schiff hier benutze, um das nächste ich das Schiff hier aus dem Hangar kriege. Das jetzt genau das war der Fall.
fucking Ernst? Tatsache. Eieiei, da muss er noch auferstehen. Das ist krass. Ja, das hätte ich jetzt mal auch schon eher, das hätten wir auch schon eher sagen können, ne? Komm, du machst ein paar Defense-Geschichten fertig. Schließen wir. Zack. Was passiert hier folgendes? Du fängst an zu kolonisieren. Achtung. Den, ne? Ist das der hier? Ja. Kolonisieren. Ha, jetzt. Jetzt läuft's, Jungs, Mädels. Jetzt läuft's. Das hättest du mir auch schon mal eher sagen können, mein Freund. Haha. Jetzt geht's steil. Das ist super. Habe ich hier noch was im Hangar? Nein, habe ich nicht. In 4 Runden ist das nächste Kolonisierschiff fertig. Das ist ja überragend. Wir expandieren jetzt erstmal hier noch zu dem da oben hin, nach Hees und nach Wutha, weil ach, der komm hier, dem System zuordnen. So, in jedem System ist jetzt irgendwo einer vergraben. Hier in das, an den hier kommt sowieso keiner ran, außer von dort. Wir schieben das einfach jetzt durch. Wir haben jetzt noch ein paar. Hier, Level up. Zack. Gut. Was hatte ich hier? Heldenfee Military. Taktiker ist auch gut. Annehmen. Schließen. Das ist Mann. Da hätte ich auch das hätten wir auch schon mal eher sagen können. Da hätte ich mir nämlich schon ein paar Züge sparen können. Also wir wären quasi auch schon ein bisschen weiter. Jetzt zack, nächstes Zug. Man kann es wohl auch mit hier schon wieder ein Level up. Huhu. Hier, der wird richtig hoch. Zack. Pass auf. Plupp. Der ist unterwegs. Und zwar nehmen wir den. Mit dem fliegen wir da. Fliege ich da? Nein. Fliegen da hin. Nehmen den da ein. Den da. Der ist nämlich ganz gut. Keine Forschung. Da können wir Abhilfe schaffen. Was ist das? Adaptive Kolonisierung. Da muss ich nämlich nichts mehr, glaube ich, machen. Glaube ich, Moment. Verarbeitung. Ja, so machen wir das. Aber ein bisschen was zu tun da oben. Kann ich hier schließen? Das ist abgeschlossen. Xenis. Moment. Und jetzt, pass auf. Jetzt, genau, jetzt gehen wir hier hin. Jetzt rasten wir hier mit dem Dings erstmal völlig aus, ne? Also Antrieb ist klar. Oh, warte mal. Bestätigen. Und ein neues Schiff. Ne? Antrieb lassen wir, ist klar. Boot 1. Ne,
ist jetzt Boot 1. Was macht denn er hier? Saatmod. Nein, 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 nein. Achso, der hat ja sowieso keine Spezialplätze. So. Noch einen in die Panzerung. Erstellen. So, Boot 1. So. Zenith hat das natürlich nicht. Was ist das? Ich habe keine Antimaterie. Die sind noch unglücklich. Das ist ja echt schade. Aber warum? Nee, wir bauen einfach nur ein paar Defender. Muss ich wohl Defenders bauen. Krass. Ja. Tag nächsten. Wird beendet. Wer hat gebaut? Erstellen. Diesen der nächste Pflicht dahin. Den kolonisieren wir jetzt ja noch mit. Da haben wir schon ein bisschen was erlebt jetzt hier. Bin auch ein bisschen schon schlauer geworden, wie das Spiel hier an sich ein bisschen abgeht. Zack, kolonisiert. Wollen wir erstmal fressen. Fressen ist, glaube ich, also Futter ist, glaube ich, immer das Wichtigste hier. Zug beenden. Oh, hier schon wieder Level up. Hut, hut. Mit was hatten wir hier angefangen? Beschützer. Beschützer 2. Aktivieren. Minimieren. Nein. Aber ganz weg. Dorthin. Und schieben. Warte mal. Wenn wir mehr kann man reinfrieren, passiert das. Okay, nein, wollen wir nicht. Zack! Jetzt hat jeder Planet einen kleinen Defender mit rumstehen und einen Aufklärer. Also zumindest ist er hier halt ein Aufklärer. Dann machen wir die jetzt hier einfach mal im Schnellverfahren, kriegen wir das einfach mal fertig. Zack. Ich glaube, der Dings braucht schon ein bisschen länger, der. Warte. Erstellen. Warte mal. Machst du noch irgendwas anderes? Nein. Die Musik auch eigentlich ganz mega entspannend. So, wer hat nichts zu tun? Du hast nichts zu tun. Okay, zu finden.
Aha. Ah, es war der falsche. Den lassen wir doch. System war nicht mehr raus. So. Gucken wir mal. Oh, ja. Und was lassen wir denn machen? Kolonisieren. Cool. Hygienringe. Ja. Dort, den müssen wir. Ja, wegen dem Ding, das hier kolonisiert. Dankeschön. Danke. Habe ich alles richtig gemacht. Danke. Schließen. Alles richtig gemacht. So, jetzt auf hieß 2 nochmal. Unbewirtschaftet. Ja, wir brauchen Futter. Wir brauchen immer mehr Futter. Futter, Futter, Futter. Futter ist immer gut. Ohne Fressen nichts nichts los. Auf, warte mal. Noch alles absafen. Genau, du dorthin und dann ein bisschen doof gucken. So, wie es weitergeht. Ich denke mal, nächste Folge, wenn wir noch ein paar Planeten kolonisieren, noch ein paar Sachen rausfinden. Unsere Forschung wird wahrscheinlich dann auch schon fertig sein. Vielleicht kommen wir auch in die nächsten Systeme hier rein. Die sind ja nun auch schon ein bisschen weiter entfernt. Und wir gucken halt einfach mal, ob wir ein paar andere Sachen noch hinbekommen. Was hier, es steht irgendwo noch. Da steht irgendwo noch was von wegen Handeln. Ja, vielleicht treffen wir dann auch noch auf die KI, die hier auch noch irgendwo rumschwirrt. Und lasst euch überraschen. Ich bin auch sehr gespannt darauf. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Lasst irgendwas da. Daumen nach oben, Daumen nach unten. Irgendwas. Bis denn dann. Macht's gut. Tschüss.